Ladies and gentlemen, please welcome the 46th President of the United States of America, Joe Biden. Freedom, freedom is you. Mr. Putin, he's just a fucking chatbot. Just like me. Willkommen in der Tinkstätte des freien Wortes und das Gegenteil, Embedded Journalism, also Berichterstattung eingebettet in die Sichtweise und auch die Truppen nur einer Kriegspartei, kennen Sie. Oder wie man unter Kollegen sagt, jeder Stuss ein Bus. Derzeit zum Thema. Klassiker. Während den Russen angeblich schon die Munition ausgeht, geht den Ukrainern angeblich schon die Munition aus. Also höchste Zeit, mal selber nachzugucken. Klassenfahrt zum Ballermann. Bei Bachmut sieht das ZDF-Heute-Journal. Seit Sommer haben sie hier eine Panzerhaubitze aus Deutschland im Einsatz. Oh, sagt die Bitze. Und kann für die Kamera sogar sowas. Die Soldaten warnen uns, gleich wird es extrem laut werden. Soldat Jenja ist begeistert und lobt die deutsche Wertarbeit. Wie hat der Einsatz der Haubitze die Situation verändert? Sehr stark. Den Schuss haben die Kollegen von Spiegel TV gehört und auch bei ihnen ist die Landhaubitze voll wie eine Strandhaubitze. So, 2:1 für Spiegel TV und guck mal, wer da ballert. Die Soldaten kämpfen damit gegen den russischen Angriff. Jenja vom ZDF. Nur, dass er bei Spiegel TV Jeffchen oder Dimitro heißt. Die Brüder Jeffchen und Dimitro sind in diesem Krieg unter anderem als Haubitzenbesatzung im Einsatz. Ja, komm, wie man im internationalen Showbusiness sagt, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Eine Panzerhaubitze 2000 aus deutscher Produktion im Einsatz in der Ostukraine. Während bei Rheinmetall noch 3 Sektkorken knallen, fragen wir uns schon besorgt für die Zukunft, wann gehen der Ukraine die Vornamen aus? Bitte nicht schießen. Soweit die in Deutschland moralisch zulässige Friedensdemonstration. Alles andere wird natürlich heikel. In Berlins Freier Universität demonstrierten sie für einen sofortigen Friedensschluss. Dass sie sich dabei von den Idolen des Kommunismus Halt und Rechtfertigung erhofften, mag an fehlenden demokratischen Leitbildern liegen. Demos in den 60ern gegen den Vietnamkrieg waren kommunistisch unterwandert und deswegen abzulehnen. Oder Beispiel in den 80ern? Mit dem US-Star Harry Belafonte als umjubelten Gast und mit der Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ging gegen 5:30 die Veranstaltung zu Ende, der von politischen Gegnern bereits vor Beginn Anti-Amerikanismus vorgeworfen worden war. Anti-amerikanisch, die großen Friedensdemos Anfang der 80er in Bonn und zeitlos schöner O-Ton. Die Friedensbewegung, so Strauß, arbeite letztlich den Machtinteressen Moskaus in die Hände. Deswegen, wenn Sie Friedensdemos und Appelle machen, ey, vorsichtig agieren. Erstmal den Aggressor und das Opfer klar benennen. Also mal Beispiel, die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung. Ja, ein bisschen holpriger Satzbau, egal. Dann Obacht, nie so offen gegen Waffenlieferungen plädieren, sondern behutsam nur die Eskalation von Waffenlieferungen kritisieren. Lassen Sie auch durchaus mal höflich anklingen, dass Sie nicht ganz alleine sind mit solchen Auffassungen. Wir stehen hier miteinander für die Mehrheit unseres Volkes. Wer ist er denn? Und mal Querfront, der Typ. Egal. Also, verweisen Sie auf die Hälfte der Bevölkerung, die hinter Ihnen steht. Da man Ihnen möglicherweise sowieso vorwerfen wird, Sie wollten ja nur vor dem Russen kapitulieren, betonen Sie nochmal ausdrücklich, verhandeln heißt nicht kapitulieren. So. Und wenn Sie sich an alle diese wertvollen Hinweise halten, dann können Sie ganz sicher sein, Sie kriegen genauso in die Fresse, als hätten Sie es nicht getan. Friedensschwurbler. Querfront. Wir Nationalsozialisten. Von Putin bezahlt. Zum ersten Mal seit dem verbrecherischen Krieg Russlands gegen die Ukraine, die wir deshalb völlig zu Recht mit Waffen unterstützen und keinesfalls zur Kapitulation nötigen wollen, sagt die Hälfte der Bevölkerung, der anderen Hälfte der Bevölkerung die Meinung. Das ist diese sogenannte westliche Demokratie, um die es ja allen gerade geht. Ich werde nicht zur Demo fahren in Berlin.
Ich war 81 Hofgartenaue bei den großen Friedensdemos dabei und bin seitdem traumatisiert. Weil wir haben damals auch gedacht, wir hätten uns ausreichend abgegrenzt. Maoisten, Stalinisten, Spinner, Ökos. Da haben wir uns was in die Tasche gelogen. Da waren jede Menge Grüne. Bundesjustizminister Marco Buschmann will endlich deutsche Gesetzestexte von Nazisprech befreien. Ja, ist ihm eingefallen in der Mußestunde, als er über den Hindenburgdamm zu Lindners Hochzeit nach Sylt fuhr. Frage bleibt trotzdem, wie heißt er dann? Ich bin ein Berliner. Der Tontechniker, der das Mikro hielt für John F. Kennedy am Brandenburger Tor, als er diesen legendären... Wisst ihr? Man kann es nicht schwer genug machen. Jedenfalls schrieb er eine Fibel über Tontechnik beim Film, habe ich im Studium gehabt, sehr gutes Buch, heute noch zu empfehlen, und machte dann nochmal eine komplett andere Karriere und starb heute, schon vor 6 Jahren. Nicht weiße, das ist nur Pusteblume.